Hallo, einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde aus dem Internet. Euer Duke ist wieder live. Beziehungsweise, willkommen zu meinem Let's Play von Shadow Survivor. Live ist die falsche Ausdruck, weil ich nicht live bin, sondern nur ein Let's Play mache. Aber ich bin wieder Wortwitz und habe mein Licht noch einschalten müssen. So, wir spielen wieder Shadow Survivor, wir machen wieder weiter. Das wird heute eine exklusive Aufnahme von Freien für YouTube. Hier vielleicht an der Auflösung vielleicht sogar seht, mit der ich streame, die ist heute etwas höher als gewohnt sonst. Und ja, ich habe gestern den Stream aus mehreren Gründen ausfallen lassen. Einerseits, weil ich einfach wieder mal komplett am fertig war und am Sand war. Und ich habe am Freitag den Stream, nicht gestern, am Freitag, wenn ihr das seht, es war es am Freitag, den Stream ausfallen lassen, weil ich einfach komplett fertig war und meine kleine Tochter halt einfach momentan krank ist und da konnte ich nicht einen Livestream riskieren. Heute schläft sie sehr stabil und schläft gut voraussichtlich. Mal gucken, wie viele Cuts diese Stream haben, wie diese Aufnahmen haben wird. Ich sage immer Stream, sorry. Und dann werden wir rausfinden. Dazu mal dazu, also eure Folge trotzdem. Der Bonus ist einfach der, ihr habt einfach eine Folge mehr extra, die was es nur auf YouTube jetzt gibt. Also frohlocket, frohlocket. So, gut, wir waren jetzt letztes Mal hier, damals ist abgestürzt, denn da war das raubgestürzte Raumschiff und wir müssen jetzt meines Wissens darüber. Bin trotzdem neugierig, wir wissen, was da drüben mit diesen Sturmtrupplern ist, weil ich glaube, jetzt Map, ja, ein bisschen genau in die andere Richtung, aber man will da einfach mal rüber gucken. Komm her. Und das war's. Gut. Jiha. So. Da wir sind Kletter, sind wir in dem Gebiet. Wir sehen uns hier aber noch ein wenig um. Gut. Ich frage mich ja immer noch wieder, jedes Mal, wenn ich das Spiel spiele, das erste Ding, was ich denke, wie hoch ist die Chance, dass wir mal Kyle Kester sind und Cinematic sehen? Aber das ist nicht gebraucht, bessere Button. Okay, das brauche ich nachher. Ah, das sind wir hergekommen, weiß schon wieder. Das ist mir quasi über diesen Weg hier raufgekommen, aber gut zu wissen, dass da drüben was wäre, wo ich hingehen müsste, könnte. Warte mal, das gucke ich mir jetzt an. Da hinten ist ja was zu holen. So sollte ich eigentlich hinkommen. Ja, perfekt. Gut, also wir sind von da gekommen, jetzt weiß ich es wieder. Gut. Ich hoffe, so funktioniert jetzt auch alles. Aufnahme schön. Der einzige Vorteil, dann würde ich am Q nicht an der reinen Aufnahme ist, ich kann es halt in einer höheren Auflösung aufnehmen. Rein theoretisch technisch gesehen sollte normalerweise auch. Warte mal, wie komme ich denn da jetzt rauf wieder? Ach so, passt. Technisch gesehen ja auch 4K möglich sein. Das mache ich aber nicht, weil meine Capture Card aus. Genau. Nimmt 4K nur in 30 FPS auf und ich würde gerne 4K 60 machen. Und meine Capture Card schafft ihm nur die 30 bei der Aufnahme. Das muss jetzt nicht sein. Und darum nur QHD, also 1044p und 60 FPS. Aber ich denke mal, das macht schon viel aus. Das ging schnell. Aber ich denke mal, das ist auch ganz gut. Das mache ich also nur rein Aufnahmen. Ich kann es mir halt erlauben, dass ich in einer höheren Auflösung performe. Mit einem höheren Bitrate aufnehmen und alles. Das geht nur leider im Stream eben nicht. Da ist QHD ohne Basis. Oh, da ist eine. Okay. Das ist ziemlich viel Feuerkraft. Das ist eine imperiale Basis. What are they doing here? Ah ja, jetzt sind wir hier wieder im Let's Play drin. Ich freue mich, ob wir Kyle Kester irgendwann mal in den Film sehen würden. Bei den aktuellen Cinematic Universe, wie es jetzt gerade läuft, bei Star Wars, könnte ich mir schon vorstellen, dass man so langsam mal testweise vielleicht in der Serie einführt. Vielleicht nicht gleich direkt bei The Mandalorian, aber eventuell gibt es die eine oder andere Serie,
Aber ich nicht, ich will bei Blaster bleiben, so. Ist besser. Versuchen wir es von einer erhöhten Position. Alle Sektoren, es gibt weiterhin höchste Alarmbereitschaft. Hm. Delta und Epsilon, melden Sie sich in der Hangarbucht. Rechnen wir mit einem Angriff? Ruhig bleiben, Truppler. Sind das die Raiders? Ja. Wir haben Berichte über Truppenbewegungen auf dem Mond und in ihrer Basis. Wenn dieser Raiders-Abschaum irgendwas versucht, zerblasen wir sie zu Staub. Ich habe schon, was ich da machen werde. Wir müssen besser zielen. Andererseits, ich muss darüber. Mal überspielen jetzt nicht, dass sie einfach nicht bedacht haben, dass man von der Seite drauf schießen könnte. Aber egal, machen wir es von hier aus. Oh, langsam. Nur du und ich. Komm her, Junge. Tja, stumm. Ich sehe sie, BD. Das scheint ein Lichtschwert zu sein. Ah, doch, nur falsche Richtung. Zu spät. Tschüss. Das Lustige, diese Option auf Grausamkeit ist ja nicht lustig. Ich hab doch geklappt den Button. Was ist das denn? Komm da jetzt so Dinger runter, ich sag. War jetzt nichts. Let's move von ihm war jetzt nichts vom Jungen. Ah, ja, gut. Gucken wir mal. So, und ich möchte mal ein bisschen in den Lift einsteigen. Okay, let's go. Ah, Spannung von meiner Freundin, die höre ich mir an währenddessen.
So, so Leute, sparen euch noch meine Freundin, die ist gerade ins Bett. Da geht's jetzt vor. Ah, schau. Ups. Hallo. Ah, wir denken nicht so geredet mit den beiden. Stehen bleiben. Ich lasse niemanden durch. Ich habe gesehen, was du mit den anderen gemacht hast, Jedi-Abschaum. Aber bei mir gelingt dir das nicht. Selbst deine Zauberei kommt nicht durch 15 cm imperiales Stahlglas, oder? Die Strukturwerte zeigen an, dass wir völlig sicher sind, Sir. Oh, toll. Du solltest die Tür öffnen. Ich liebe es. Das ist eine Inspektion. Du hast Befehl, mich durchzulassen. Das ist eine Inspektion. Ich habe Befehl, Sie durchzulassen. Entschuldigen Sie die Verzögerung, Sir. Sie werden feststellen, dass alles nach Vorschrift ist. Hoffentlich. Lege die Gedankentricks. Ja, ist gut, dass ich hier bleiben kann. Die Stärke hält sie nicht davon ab, die Galaxis zu erobern. Ja, ist irgendwie schade, irgendwie. Das ist auch wieder so ein Aspekt, warum ich mich auf ein Rollenspiel in diesem Setting so freuen würde. Drüber freuen würde. Ich freue mich ja auf die Idee, dass sie Star Knights of the Old Republic Code quasi remaken. Da freue ich mich noch wahnsinnig drüber, dass das kommen wird. Und ich hoffe, dass es kommen wird. Wenn nicht, dann nehmt die Idee und macht ein neues Rollenspiel. Irgend sowas in der Richtung. Gut. Bomber. Damit können sie den Außenposten komplett einebnen. Warum die da so rumhängen? Keine Ahnung. What's the way? Das ist jetzt so. Ah, da hinten. Da hinten ist was. Versuch's. So, okay. Hab das gebraucht. Das hat dann wieder irgendwas scannen, Junge. Was willst du? Ja, hacken. Wir müssen das hier benutzen. Hacken will er. Ah, hinten ist auch wieder ein Nahkampftruppler, oder wie man die auch heißen. Da muss man hier um wenig. Alles weiter. Da gibt es auch was. Ah, da hinten gibt es das Loot. Den holen wir uns. Ah, sind wir hier auf der Seite. Okay. Was ich hätte, wäre da durchgekommen, der Keil. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wundert mich ein wenig. Ah, nein, Aufsatz für den Blaster. Eigentlich hätte Keil da durchgehen müssen. Hä? Was ist jetzt passiert? Nur was ist passiert? Okay, jetzt geht es so. Wow, so auch was. Okay, keine Ahnung, was da jetzt passiert ist, aber gut. Egal. Oh, ja, der Jedi. Rück der Türtechniker. Echt jetzt? Ah, ein Funny Boss. Ist gut. Gut, man gespielt, dürfen sich bei sowas nicht zu ernst nehmen. Geile Idee für den Boss. Ich weiß nicht, ob diese Garnison einen Angriff der Raiders übersteht. Ich weiß. Aber wen hättest du gerne als Gewinner? Einen Rancor oder einen Gundark? Die Metapher fand ich jetzt unnötig. Was keine Metapher gebraucht hätte, aber ja. Okay, das ist hoch. Wow, nice. Oh, die kämpfen schon. Was ist denn? Hochplateau. Mag sowas. Sieht gut aus. Da sieht man wieder, wie viel Star Wars in diesem Spiel im Steck auch halt. Ist halt schon fein. Schön wieder. Boah, ist das schön. Es gibt diese Spieler zum Moment, wo man sich nur einfach nur fragt, wie. Wow. Das ist ein weiter Weg nach unten. Wir sind so weit gekommen. Wow.
Erste Hilfe, bitte. Das sieht echt gut aus. Das gefällt mir gerade. Mach ich gerade wirklich. Das ist, was Star Wars hat. Was Star Wars ja eigentlich haben sollte, mehr so schöne Welten. Nur Star Wars ist halt meistens eher einöde bei den meisten in den Filmen. Verstehe nicht, wo meine ich in den Filmen, die Star Wars, die Planeten immer alles meistens Wüstenplaneten sind und in den Computerspielen und in einem anderen oder Clone Wars ist es was Schönes. Ja, kein Speicher, perfekt. Und ich kann mich hier wieder eigentlich ausruhen, ja. Und weiter geht's. Ein Klumpen. Den verkaufen wir in Domas Laden. Ist das hier? Das ist dann quasi ein Lift. Da geht er wahrscheinlich runter. Oh. Boat, wir sind unterwegs zum Observatorium. Bin schon unterwegs. So doder Rebell, hä? Oh, was für eine Aussicht. Das hätte dir gefallen, Shana. Hm. Prospektoren, so heißen die nicht. Rebellen, Blödsinn. Hier sieht das Spiel wieder mega gut aus. Meine Güte. Jetzt geht es. Nicht nachlassen. Ich gebe dir Deckung aus der Luft. Ah, ist der Typ mit seinem X-Wing. Hast du was gefunden? Ja? Zeig mal her. Die sehen modifiziert aus. Wahrscheinlich für diese Höhe. Ach so, mein Gott, ne. Ah, die haben eine begrenzte Haltbarkeit. Das heißt, wir gehen... sagen wir gehen darüber, ja. Ging ja nicht aus. Okay, ein bisschen weiter rüber. Achso, es geht immer nur einer. Hier geht es nicht aus. Ich will darauf. Wir sind jetzt so. Wissen, ob es hier was gibt da rum. Oh, hier gibt es nichts. Ah, da schwimmt Flinge noch ein paar andere rum. Boah, war das knapp. Raider und Imperiale gehen sich gegenseitig an die Kehle. Damit werden wir fertig. Versucht der Gänse. Das passiert schon mal. Muss ich jetzt hin? Ah, war schon. Also früh den Button losgelassen. Oh. Weiß ich sonst nicht ausgegangen. Ja, da ballen sie schon rum. Die Raiders waren schon hier. Hm. Dann weiter. Arbeit. Machen wir uns auf den Weg nach oben. Einbahnstraße. Feuer frei. Die geht von der anderen Seite auf.
Gut, das geht hier jetzt nicht. War gar nicht da ruhig. Komm schon, Kai, du könntest da eigentlich durch. Ja, gut, egal. Machen wir weiter. Gibt's hier nicht? Wo war das dann gut? Ah, damit ich wieder an die Dinge rankomme, noch einmal raussetzen kann. Sieht irgendwo noch weiter hoch wahrscheinlich. Oder wie? Lang genug halten. Ah. Nee. Das ging sich nicht aus. Lass mal im Kreis. Schauen wir uns das mal an. Schauen wir uns das mal an, wie ich da arbeiten kann, obwohl ich da jetzt hinkomme, ich da weiterlaufe. Die da umkomme ich nicht, aber ich kann mir noch woanders hinsetzen, glaube ich. Dann glaube ich, muss ich den hierher setzen, dass ich da rüberkomme. Ja, das sieht gut aus. Das sieht danach aus, als wenn ich das der richtige Weg wäre. So, passt. Hoffentlich bist du einsatzbereit. Sieht nach einem großen Feuergefecht aus. Passt, let's go. Das. Ich habe anscheinend einen Raider hinter mir. Muss ihn abschütteln. Ja, wieder speichern. Perfekt. Können wir ein paar Erfahrungspunkte ausgeben, sehe ich gerade. Aber nicht Schwert. Machen wir da als. Zwei Schwerter bin ich nicht sehr selten. Blast benutze ich sehr viel. Das. Schnell zielen halt allein. Das will ich. Ja, die Fähigkeit will ich. Gut, dass ich jetzt ab. Zwei Schwerter brauche ich jetzt nicht. Da wirklich nicht normalen Lichtschwert-Skills, weil die gelten, glaube ich, meines Wissens ja auch für die anderen. Oh, das noch. Allein zum Dreieck, wenn ich ein Lichtschwert werfen. Und da gehen wir mal kurz in die zur Macht rüber. Wenn man hier alles. Ich habe von Belier verliebt. Benebelter Geist. Bei zwei. Brauche ich da wie viel? Bei zwei. Oder brauche ich noch eins? Nehmen wir das hier. Ja, perfekt, dass ich ein bisschen über Machtfähigkeiten habe. Ah, das, genau, das gilt noch fürs Doppelschwert, die Fähigkeit. Ah, okay. Irgendwann Blaster. Was gibt's da auch? 6er 9, hier, ob es da was zum Holen gibt. Sie? Lass uns das See zeigen. Okay, gab's was zum Holen. Datendisk, aber dann wollen wir neue Outfits und so hat für mich, bin ich schon dabei.
So. Oh. Ui. Fast. Fast wäre ich abgestürzt. Mhm. Funktioniert das jetzt? Aha. Okay, das funktioniert gut so mit dem Blaster. Ja, da oben sind auch welche. Ruhig, Bruder, lass mir auch ein paar übrig. Die Imperialen hatten ihm nichts entgegenzusetzen. Ja, da kann ich zurückfliegen quasi. Nirgends zu sehen. Nun, wir glauben zu wissen, wo er hin will. Wir treffen uns oben. Ja, ich finde, das war ein kleiner Dude. Aber so von oben auf ihn herabspringen quasi. Die kleinen Dudes muss ich auch nochmal machen. Muss ich, warum ich da rauf musste gerade, verstehe ich nicht. Was ist denn hier? Hier geht's nicht weiter. Hm, okay. Hier geht's nicht weiter. Ah, oh, hier sieht's jetzt gut aus, das gefällt mir. So. Ah, dann komme ich hier dann weiter. Danke, BD. Halt dich fest. Oh, ah, 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 das dreht sich ja. Ich suche einen Landeplatz. Der war noch vor darauf bereitet. Ah, schau. Du auch nicht, Bastard. Von Gnade steht nichts im Kodex. Eindringling. Und du. Tja. So viel dazu.
Gnade steht nicht zum Kodex. ich mag dies mit der Macht. Ah, ist das so? Ein Echo. Echo der Macht. Machtecho. Was habt ihr mit dem Observatorium vor? Was? Wir befolgen nur Befehle. Nur ein Bauer. Hast du ein Kommunikationsgerät bei dir? Ja. Hä? Aktiviere es. Jetzt. Mein Name ist Dagon Gera. Euer Angriff hier ist gescheitert und die Leben eurer Soldaten sind verwirkt. Ich hab getan, was ihr verlangt. Sich die Haare und... Lass dich gehen. Gut. Ich würde es als einen Bug bezeichnen. Böse, böse Jedi. Das ist so ein badass Jedi, der Typ. Ja, geht doch. Oh, was gibt's hier? Du solltest nicht hier sein. Du Bastard, oder? Ich schaff das. Ah, da kann ich so ein paar Dinge rauswerfen nochmal. Nur ich weiß nicht, wo ich es hinwerfen soll. Na, werfen wir da rein. Oder lass mal einfach fallen, einfach. Ich wüsste nicht, wo ich die hin tun sollte. Lass uns mal, gehen wir mal da weiter. Jämmerlich. Da bist du ja. Du hast mich warten lassen, Jedi. Dagon Gera hat mich auserwählt, dein erbärmliches kleines Leben zu beenden. Dann hat der Meister schlecht gewählt. Du hast mich erwischt. Er tanzt. Ich bin mir. Dagon spart sich wirklich keine Mühe, um uns aufzuhalten, was? Man merkt dann, dass das Spiel eine dynamische Auflösung hat. Ich bin eigentlich ein Fan von dynamischer Auflösung. Aber muss es auch nicht mehr sein. Ist das sonst irgendwas noch was? Nee. Geht's nicht weiter. Es wird zu wenig ruckelig hier. Da ist unser Mann. Da ist unser Ziel. Und jetzt? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Also das ist so ein Ding zum Runternehmen. Oh Gott, ne. Das ist wieder ein Ding da. Oh, da war ein Ding zum Hinterhaken, glaube ich. Ja, schneller, schneller, schneller. Du.
Uah. Okay, machen wir das Ganze mal spannender. So, oh, da haben wir. Hallo. Ich habe vor der Landung ein paar Bedlam Fliegen zerquetscht. Naja, kein Problem. Vor uns ist ein ganzer Schwarm von denen. Bist du bereit, Bruder? Holen wir uns den Kompass. Imperiale gibt's hier fast keine mehr, was? Sie haben die Bedlam Raiders unterschätzt. Ich sag dir eins. Deggan mag wahnsinnig sein, aber er hat eine Armee, die an ihn glaubt. Sie glauben, er führt sie nach Tenalor. Nur über meine Leiche. Ich glaube, das lässt sich einrichten. Ah, okay, dann muss ich da drüben wieder anschießen mit ihm. Wie der wieder ein Ding habe. Genau. Ich bekomme mich jetzt da hier. Ah, wo ist der einen? Ups, sorry. Ein kleines Flugfreundchen. So, hier. Jetzt mal da oben rauf. Voila. Ja, weiß. So. Aber das finden wir nächstes Mal raus, was auch uns erwarten wird. Denn mir hat diese Folge mal wieder meinen Kasten. Ich glaube, für alle, die eingeschaltet haben, durchgeschaut haben, bis zum Schluss, danke. Danke vielmals für dabei sein. Liken da ein, abonnieren nicht vergessen. Würde mich immer freuen. Mega Support. Und ja, empfehle jedem meine Videos weiter und immer einen Daumen nach oben da lassen. Da geht alles gut. Also danke fürs Einschalten und wir sehen uns dann hoffentlich bei meinem nächsten Aufnahme wieder. Beziehungsweise wie immer gewohnt am Montag heute. Ihr habt das heute rausgekommen. Ich müsste jetzt gerade, wenn ihr das gesehen habt, sollte ich eigentlich jetzt noch Twitch noch live sein. Also heute bis 22, ab 22 Uhr bis 1 Uhr ungefähr. Und wenn ihr das verpasst habt, dann wieder am Freitag, weil da geht auch gleichzeitig aber hier auch die nächste Folge von God of War online. Das könnt ihr euch noch selbst entscheiden, wo ihr dann reinschaltet. Gut, also genug gequatscht, genug erzählt. Ciao, laut, schöne, good night, good fight und bis zum nächsten Mal, meine Lieben.